Zum 30. Mal internationales Sandbahnrennen auf dem Eichenring in Schesel. Bei der ersten Veranstaltung 1952 zählte man 2.500 Besucher. Gestern kamen über 22.000. Volle Tribünen, der wohl beste Beweis für die ständig gewachsene Popularität dieser Sportart. Parade vor dem Start, 20 Fahrer aus 9 Nationen, darunter Welt- und Europameister. Berechtigter Ärger bei Don Gotton aus England, der 1968 und 69 hier gewann. Vor seinem zweiten Lauf streikte der Motor, die Ersatzmaschine stand im Fahrerlager und vorbei war es mit allen Siegeschancen. Großer Favorit in Schesel war Egon Müller aus Kiel, der hier wieder einmal vom Start weg die Führung übernimmt und nicht mehr abgibt. Bereits in den letzten 3 Jahren hatte der zweifache Weltmeister auf dieser Bahn die Konkurrenz deklassiert und auch gestern demonstrierte er seine Überlegenheit eindrucksvoll. Zur perfekt getrimmten Maschine kommt bei Egon Müller eine fast ebenfalls ideale Fahrtechnik, ergänzt durch Mut und Selbstbewusstsein. Mit 130,83 Stundenkilometern erzielt er übrigens auch den von ihm erwarteten neuen Bahnrekord. Zu fahren waren 3 Runden, die Distanz 3 Kilometer und ebenfalls 3-mal musste jeder Teilnehmer starten, um die beiden Rennen der besten 12 zu erreichen. 4 Starts also für Egon Müller und 4-mal siegte er. Raketen wie bei der Fußball-Bundesliga, Egon Müller hat seine eigenen Fans. Und zuvor. Tagessieger in Schesel wieder einmal Egon Müller vor Georg Hack links und Otto Landenhammer, dem Österreicher aus Bayern.